Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Story of Seasons Trio of Towns. Falls ihr Hintergrundgeräusche hört, irgendwelche Leute reden oder Musik oder sonst irgendwas oder Kinder plärren oder Hunde bellen, dann tut's mir leid, aber ich habe leider das Fenster offen, weil ich nicht ersticken möchte. Weil so der Rechner mit so den Monitoren gibt ganz viel Wärme ab. Also ich sag's euch gleich, wir müssen im Winter niemals hier Heizung anmachen, weil das ist ein Ding. Das müssen wir nicht machen. Weil einfach so viel Hitze schon hier sich in diesem kleinen Zimmer staut. Und darum habe ich leider jetzt ehrlich gesagt Fenster aufgemacht. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wir machen einfach weiter. Guten Morgen, du hast die ganze Nacht geschlummert. Konntest du alle Materialien sammeln? Nein, noch nicht. Ich bin aber dabei, Schatz. Ich bin dabei. Entspann dich. Ach ja. Zu Yakuza ist ja jetzt auch gesperrt. Alles ist gesperrt. Ja. Schön. Ich glaube, ich werde Hibiskus anpflanzen müssen. Und rosa Nelken kann ich hoffentlich kaufen. Feldfrüchte spezieller Arten. Blümchen muss ich halt noch. Die Ruhezone mit rotem Baumwollstoff und Holz. Ich glaube, da bin ich schon dabei. Genau, das war's. Ja, rausnehmen. Da war ja was. So, das schon mal gießen. Ich hoffe, meine Erdbeeren werden bald soweit. Ich will Erdbeeren haben. Behälter 1 ist nun leer. Ja, super. Dann gießen wir mit... füllen wir mal mit... Ding 2 auf. So, gucken. Kann ich das füttern? Noch mehr füttern bringt nichts. Also ich habe die schon echt bis zum Maximum anscheinend gefüttert. Einmal Honig. Nochmal Honig. Meine Kirschen sind noch nicht so weit. Das ist sehr schade. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, ob eigentlich... Och, die Blümchen, ey. Die brauchen ja ewig. Und 3 Tage. Die Nelken. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir jetzt auch 60 Kirschen haben, ne? Oder... Wie viel wollte ich? Ich glaube 99. Tifa, du süße Maus. Wen kann ich denn hier noch füttern? Dich darf ich noch füttern. Darf ich dich noch füttern? Dich darf ich auch noch füttern. Darf ich dich füttern? Nee. Dich darf ich nicht mehr füttern. Es ist schon seltsam, dass man manche füttern darf und manche nicht. Ich glaube nämlich, ich wollte Kirschwein machen. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Hat Cäschen schon rausgeholt? Ne. So, du wirst mal geknuddelt. Du wirst geknuddelt. Geh doch mal weg. Du wirst geknuddelt. Ich lasse meine Tiere jetzt so. Scheiß auf die anderen. Also ich habe mir jetzt gedacht, echt scheiß auf die anderen Klamotten. Es gibt so schöne Klamotten, ich sag's euch. Es gibt so richtig schöne Klamotten. Aber ich habe mir jetzt gedacht, scheiß drauf. Das ist viel zu viel Arbeit. Und ich will meine Tiere halt nicht verlieren, ehrlich gesagt. Ich will sie nicht verlieren. Darum bleiben jetzt die Tiere, die da drinnen sind, bleiben jetzt auch hier. Wir brauchen keinen Lama und auch kein braunes Alpaka. Ich bin glücklich mit unseren Tieren, die wir haben. Auch wenn sie halt nicht das geben, was sie eigentlich geben sollten. Oh. Futterscheine. Sind wir noch dabei, Futter zu machen? Ich glaube schon, ne? Bin ich doch sehr glücklich mit ihnen. Jedenfalls versuche ich mir das einzureden. Ich hoffe, dass das Deluxe-Futter irgendwas bringt.
Weil ich glaube, bald haben wir auch unser Maximum erreicht. Was die Maximalanzahl von Produkten. Ich glaube, die geben maximal nur. Ich wollte eigentlich Item herstellen. Deluxe-Futter. Ja, kann ich noch. Siebzig, siebzig, siebzig. Nein! Och, bin ich doof. So, jetzt sind wir bei 30. Ah, oh, guck mal, unser Schaf ist wieder dick geworden. Das Tier will gebürstet werden. Was das Tier nicht so alles will. Ich will auch mal so einiges, aber ich krieg's auch nicht. Aber natürlich bürsten wir unser Tier. Wir sind ja eine gute Hausmutti. Wir sind doch eine gute Mutti. Und geben ihnen erst jetzt schon die Kekse in der Hoffnung, dass die doch schon mal ein bisschen aus dem Pott kommen. Dass es vielleicht das eine war, was es jetzt gebracht hat. Komm schon, ich brauche 10-mal Wolle plus von dir. Und wieder keine Wolle plus. Ich habe das gesehen. Ich weiß das doch. Ich habe das doch gesehen. Natürlich soll es ja, natürlich die. Ah, das erhöhen. Ein bisschen mehr Wolle könnte nicht schaden. Ich werde langsam paranoid, glaube ich. So, dann gehen wir als erstes zu Lulu Coco, weil was anderes brauchen wir einfach nicht. Steckrübe brauchen wir. Das behalten wir. Wachteleier. Jeder von denen liegt gerade 20 Eier. Käse. Sardine brauchen wir noch. Dann gucken wir mal, was in Lulu Coco so los ist. Weil wir müssen ja irgendwie mit denen auf jeden Fall zu Potte kommen. Die hängen so ein bisschen hinterher bei der Stadtverbundenheit, ne? Oh. Das hättest du ihn gern. Kauf alles. Die ist ja noch da. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Aber die gingen, glaube ich, auch gleich in die Pause. Das sind ein paar faule Schweine. Ey, die machen jetzt Mittagspause bis 17 Uhr. Die sind krampfhaft wirklich bis 17 Uhr jetzt erstmal in der Mittagspause. Wo ich mir so denke, was machen die die ganze Zeit? Wie verdienen die überhaupt ihr Geld? Natürlich, wenn man da jetzt wohnt, ist man wahrscheinlich auf die angewiesen und es ist kein Wunder, dass die so Pause machen können, wann sie wollen. Aber trotzdem, wie verdienen die ihr Geld? So, oh, das Strandcafé. Wann habt ihr offen? Freitags und Samstags geschlossen. Na gut. So. Wässerin will ich nicht. Lulu Coco. Du hast nur einmal Dings, ne? Na komm, dann mache ich für dich noch Holz hacken. Bei Haulani fehlt auch noch ein bisschen bei der Freundschaft. Hey, 10-mal Holz krieg ich hin. Das ist nicht das Ding. Zehnmal Holz geht auch noch voll klar. Wenigstens ist die Musik anständig. Wir können auch gucken, ob die Vanille fertig ist, weil die Vanille brauchen wir ja auch. Für die Kälterei. Dann fehlt uns nämlich nur noch die Kokosnüsse. Mal hallo. Hey. Jetzt, da das Dorffeuer wieder schön und gemütlich ist, setze ich mich abends oft mit meinem Großvater daneben. Dann erzählen wir uns gegenseitig Geschichten und hören dem Rauschen des Meeres zu. Wenn dann noch die Sterne funkeln, fühle ich mich richtig gelassen und entspannt. Oh.
Das ist so süß. Ja, dann gib mir mal. Ich habe gar nicht geguckt, an wen ich liefern soll. Ja, können wir machen. Tete-Jobs. Zahao und Kumari. Ja, komm. Ach, Kumari muss ich eh. Ich muss nämlich eher zu Jinjiro. Aber da wir denn eh schon da sind, können wir auch mit ihm reden. Darauf hast du gewartet, ne? Dein ganzes Leben lang. Oh, jetzt wird's richtig windig draußen. Jetzt geht's da richtig ab draußen. Das wäre so krass, wenn es jetzt noch regnen würde. Ich meine draußen und nicht im Spiel. Aber okay, lassen wir es dabei. Ich sag dazu gar nichts mehr. Jetzt hätte ich ganz gern 1 Million Euro. Ja, die bekomme ich natürlich wieder nicht, ne? Oh, das Schützenfest macht wieder Party, merke ich gerade. So, Jinjiro, ich habe alles für dich, damit wir den Platz verbessern können. Die Küche ist mein Königreich. Als Chefkoch habe ich meinen Platz redlich verdient. Übrigens, Maike, hast du schon alle Materialien, über die ich dich gebeten habe? Ja, überreichen. Danke, aber ich glaube, da fehlt noch etwas. Wir haben es nicht eilig. Lass dir also ruhig Zeit und komm wieder zu mir, wenn du... Ach komm, ich muss die echt in der Tasche haben. Wirklich. Habe ich denn das jetzt? Nee. Ha. Es fehlt noch einer? Wirklich? Okay. Dann gehen wir gleich mal. Komm, wir fahren erst. Wir haben ja das Geld. Wir fahren erst einmal kurz nach Hause. Wo möchtest du hingetragen werden? Zur Happy Farm, bitte. 700! Ja gut, ausnahmsweise, weil du es bist. Aber nur, weil du es bist. Und dann gucken wir mal, wieso ich nur Dings habe. Ich brauche doch 30. Ja, komm. Fortschritt überprüfen. Wie lange brauchst du? 39 Minuten, ja komm. Dann können wir einmal im Prinzip Minenarbeit machen und dann gehen wir halt wieder nach Happy Farm und dann können wir das Jinjiro geben. Und wehe, da sagt mir jetzt, du hast nicht alles bei dir, weil du das nicht bei dir drückst. Pflaume. Ich wünschte, ich könnte einen Pflaumenbaum machen. Ey, der Hund, der Bär ist aber auch so pissig auf uns. Ich weiß nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum der so wütend auf uns ist. Ich mach doch gar nichts. Einmal hämmern, bitte. It's hammer time. Vielleicht auch nicht. Aber es kam was Gutes bei rum, immerhin. Jinjiro hat ja noch ein bisschen Zeit. Der läuft ja nicht weg. Der hat ja echt lange auf. Ja, fliegt man nicht so weit nach hinten. Ja gut, ihr wart heute echt nutzlos. Die Mine hat mir ja mal gar nichts gebracht, weil Kupfer ist ja so gut wie gar nichts wert. Hi, Maika. Wie? Was ich heute mache? Keine Ahnung, warum fragst du? Nur so. Ich bin halt neugierig. Ich darf doch mal fragen. Wieso willst du nicht antworten? Vielleicht versteckt er ja was heimlich. Und wir wissen es halt bloß noch nicht. Rätsel über Rätsel. So, die letzte und dann können wir wieder zurückfahren. Fahren wir mit der Postkutsche einmal nach Hause.
Einfach nur, weil ich zu faul bin zum Laufen. Und wir das Geld haben. Ich meine, wir haben wirklich das Geld. Ludus hat uns jetzt leider nicht so krass bezahlt. Also der hat nur 2 Aufträge für uns gehabt. Was so ein bisschen so, wo man sich so denkt, lohnt sich eigentlich gar nicht. Aber wir müssen jedes bisschen nehmen. Herausnehmen. Hallo. Wir müssen jedes bisschen im Prinzip wertschätzen, wo wir das da machen. Das Schachtelhalm ist auch fertig. Ich weiß zwar nicht, wozu ich die ganzen Sachen brauche. Aber es wird schon. Ich habe auch schon wieder ganz vergessen, mit wem wir noch nicht so per Du sind. Bei wem wir noch nicht volle Herzen haben. Aber ich denke, sobald wir hier die Aufgaben machen, steigt eh das Herzlevel bei allem. Ja, jetzt habe ich aber. Bitteschön. 15 Mal Dings. Ja, das ist alles. Alles klar. Sobald alle Vorbereitungen getroffen sind, fangen wir an. Ich sag dir Bescheid, wenn alles bereit ist. Habt noch ein wenig Geduld, in Ordnung? Uhu! Das haben wir schon mal fertig. Dann fehlt nur noch der Rest. Kann man das denn leichter machen? Also hier sind Bedingungen 6 Feldfrüchte. Hier heißt es ja nur ernten. Und Blümchen ernten. Die halt da heimlich sind. Gerberer fehlen uns noch 5 Stück. Und Enzian. Ich hoffe ja, dass wir die kaufen können. Weil das, die Glockenblumen haben wir ja gekauft. So. Müssen wir halt beim nächsten Mal mal gucken. Obwohl, wir können ja mal gucken, ob die bei Ramans schon Sachen verkaufen für den nächsten Monat. Ich meine, cool wär's. Frühling? Nee, zu jeder Jahreszeit, okay. Schade! Und du nicht. Hätte ja klappen können. Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Tag? Aber eigentlich sind wir ja schon fertig. Können wir noch die Sachen schön ins Häuschen bringen. Und hier regnet es natürlich wieder nicht. Ich frage mich, ob da einfach so eine Sperre denn halt drin ist. So bis hierhin und nicht weiter. Weiter dürfte nicht regnen. Vielleicht ist ja noch gar nichts abgeholt. Dann könnten wir ja auch mal hier was reinpacken. Die Magieblume. Die Pflaume. So, der Lavendel kommt rein, der Thymian kommt rein. Nee, die Elliblätter nicht, die finde ich irgendwie voll schön. Beifuß, Schachtelhain, Pinienast, Kirschbaumast, Bambus. Stein, kleiner Stein, schwarzer Stein. Reicht Altmetall? Nö. Bambussprosse kann rein. Der Rest muss, glaube ich, behalten werden, ne? Ja. Obwohl, die Makrele kann rein. Der Fliegenfisch kann rein. Die Sardine brauchen wir ja. Das ist ja für unser Futter hier. Damit wir richtig guten Futter machen können für unsere Hühnchen. Es ist auch unglaublich dunkel in diesem Haus. Also, ich verstehe nicht, warum. Einmal kurz alles kombinieren, bitte. Dankeschön. Was sagen denn meine Erträge? Gerbera 15. Im Herbst. Verdammt. Nelken im Frühling. Ich bin doch im Frühling. Ach, die pflanze ich ja auch gerade an. Aber ich brauche rosa Nelken. Ich habe 60 Kirschen. Dann brauche ich aber noch ein paar.
Teeblätter, Leinen, Bambus, Wolle. Alpaka-Wolle plus Kaninchenfell. Ich brauche ja rosa Nelken, ne? Für Yuzuki. Nee, Gerbera. Ich bin doch ein Frühling. Jetzt nochmal. Nelken. Ach, das ist ein Herbst. Gerbera war eine Herbstpflanze. Okay. Aber die Nelken sind halt eine Frühlingspflanze. Ich brauche aber für Yuzuki brauche ich Glockenblumen Enzian. Enzian ist dann bestimmt im Sommer, kann ich mir vorstellen. Zeit schlafen zu gehen. Lasst uns den Park verschönern. Maika, bist du wach? Nein. Wenn du mich so fragst, nein. Entschuldigung, dass ich dich um diese Zeit störe, Maika. Aber dank dir haben wir jetzt alles zusammen, was wir brauchen, um die Ruhezone wieder herzurichten. Wäre schade, Zeit zu verschwenden. Also hat sich das ganze Dorf zusammengerauft, um die Arbeit jetzt gleich zu erledigen. Was sagst du? Magst du uns dabei auch behilflich sein? Ajo. Sehr gut. Du wirst uns sicher eine große Hilfe sein. Also dann, man soll's Eisen schmieden, solange es heiß geht. Heiß ist. Auf geht's. Ach du gut. Alle packen an, auch Yuzuki, das ist sehr schön. Wenigstens macht er etwas. Wenn er schon nicht mir hilft, dann wenigstens da. Oh, die haben Teppich ausgelegt. Ich finde es jetzt nicht unbedingt hübscher. Damit wären wir fertig. Gute Arbeit, Leute. Die Bänke strahlen regelrecht mit der Sonne um die Wette. So schön und neu sind sie. Die Ruhezone ist durch die Bank weg schön geworden. Von diesem Moment an ist sie allen zugänglich. Darfst also jederzeit herkommen und dich entspannen. Yay! Bravo! Bravo für mich. Wenigstens sind wir da schon mal. Weiter. Juhu, es gibt jetzt eine neue Ruhezone zum Entspannen. Sie sieht richtig einladend und gemütlich aus. Ich hoffe, dass das sich positiv auf alle Leute ausgewirkt hat. Mein Check ist da und mein Mann ist schon gar nicht mehr hier. Die Jute Gorke. Die ist ja hier zu Yakuza. Superflüssiger Dünger. Attacke. Was sagt denn jetzt meine Gurke? Also Saftigkeit ist auf jeden Fall gestiegen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich den Zettel hingelegt habe. Moment, ich glaube, ich hatte mir das irgendwo mal aufgeschrieben. Nee, da nicht. Also Farbe ist wieder um 1 gestiegen. Süße auch nur um 1. Aber Saftigkeit steigt massiv. Aber sonst ist anscheinend immer unterschiedlich, wie sie wirkt. Aber okay. Wir versuchen einfach unser Bestes. Darf ich dich jetzt füttern? Nö. Dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Wenn sie nicht gefüttert werden will, dann
Meinetwegen. Dann werden sie halt nicht gefüttert. Wann seid ihr denn hier mal so fertig? Die guten Nelken. Bruno, komm nochmal raus. Hier muss ich gucken, wen ich füttern darf. Die Jakobsmuscheln kann ich noch füttern. Den Seeigel kann ich noch füttern. Den Bonito kann ich garantiert auch noch füttern. Ich verstehe nicht, warum ich die anderen nicht füttern kann. Ich meine, brauchen die Venusmuscheln gar nichts? So. 10 Kirschen ist jetzt aber nicht viel. Wieso hatte ich denn auf einmal so viele Kirschen? Ah, mein Häschen ist schon draußen. Da war im Prinzip Shui schneller als ich. Na gut, hier. Ich geh mal zu deinen Freunden rein. Die sind immer so happy. Also ich finde, unsere Farm hat sich ihren Namen auf jeden Fall schon mal verdient, weil unsere Tiere immer happy sind. Unseren Tieren geht es immer gut, gefühlt. Wir sind alle so happy und so glücklich. Und da kann man nicht meckern. Nehmen wir das mit. Dann nehmen wir das mit. Dann geben sie mal her. Ich möchte noch was herstellen. 1. Zwei. Drei. So. Davon stellen wir ja mal täglich 3 her. Miri. Kiri. Gary. Und Ador, obwohl der irgendwie nicht mehr so richtig reinpasst. Wir haben Gary, Kiri, Miri, Gary und dann Ador. Haben die noch Futter drin? Ich denke schon, ne? Ich hab die doch erst voll gemacht. Ja, 5-mal Futter, das reicht. Mistgabel. Hoppala. Falsche Mistgabel getroffen. Mal gucken, was unsere Tiere generell mal sagen. Hat sich denn bei Kiri und Dings irgendwas verändert? Nee, immer noch Produktlevel E. Er ist gesund. Milka ist jetzt Kleid B, das ist sehr schön. Er ist Kleid B. Rosina, wieso sind die denn jetzt bei Produktlevel auch B, während die anderen nur auf D sind? Das verstehe ich nicht. Muss ich denn immer Produktlevel B haben, um Dings Plus zu kriegen? Ich weiß nicht mal, wie ich es erhöhe bei den Alpakas. Die kriegen ja das gleiche Futter wie alle anderen auch. Seltsam. Sehr seltsam, wenn ihr mich fragt. Das ist ja unglaublich seltsam. Schon richtig mysteriös hier. Zeit für einen Kriminalfall. Mistgabel. Aber vielleicht kann mir jemand im Chat oder im Prinzip später in den Kommentaren mal reinschreiben, wieso sich das so unterschiedlich verhält. Ich weiß, das hat zum Teil mit der Persönlichkeit zu tun. Aber bei dem anderen geht es ja überhaupt nicht hoch. Das Produktlevel. Vielleicht gebe ich denen ja auch das Falsche. Aber mir wurde ja gesagt, ich soll das denen geben.
Auf jeden Fall sind wir ja bald mit unserem Käse durch. Dann können wir wieder Milch verkaufen. Weil gefühlt geht das einfach schneller. Eins, zwei, drei. Schade. Ich wollte so einen Dreierhop machen. Heute hat Ludos Geburtstag. Steckrübe behalte ich, Gurke kommt aber rein. Und die Eier kommen rein. Oh, wie viel Geld die einfach die Eier geben. Der kommt rein. Das ist schon krass. Was schenken wir dem Ludus eigentlich? Ich würde mal sagen, irgendwas, was unsere Fischreuse hergibt. Er steht ja bestimmt auch so aufs Angeln. Also das ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Vanille brauchen wir auch noch. Darf man nicht vergessen. Ne, der kann noch einen Oktopus haben oder einen Seestern. Oh, wir schenken dem Seestern, komm. Der kriegt einen Seestern. Habt ihr denn neue Sachen? Nicht essen probieren. Rezepte kaufen. Da wir ja das Geld haben, können wir dem ja auch alles abkaufen. Wie viel eigentlich auch da ist. Ich weiß nicht warum, aber ich war heute Morgen, als ich aufgestanden bin, super wach. Ich habe mich den ganzen Tag toll gefühlt. Als ich aufwuchs, dachte ich immer, dass alle Frauen temperamentvoll und fordernd sind. Ich habe noch nie jemanden wie dich getroffen. Und ich meine nicht nur, dass du nett bist, du bist. Entschuldige, Ekalamai, ich wollte nichts sagen, dass du falsch verstehen könntest. Wie B-Skinner. Halten. Oh, ein Geburtstagsgeschenk für mich? Wie? Ich schätze den Gedanken. Wenn ich frei habe, spiele ich manchmal mit Schalk und Alma. Zahau, ihr Vater hat deshalb für mich hat dasselbe für mich getan, als ich klein war. Darum ist es nur fair, dass ich mich revanchiere. Der will mich nicht zum Essen einladen, der Penner. Wie war was? Ey, die Aufgaben für das Gartenflipper-Ding hören einfach nicht auf, ne? Ich habe immer noch zwei Aufgaben. Das ist einfach mal so krass. Die wollen einfach nicht aufhören. Reinigungskraft. Aber ich habe beschlossen, jetzt nächste Woche, also am Montag, mit den Häusern anzufangen. Und man kann mir halt jetzt noch bei Discord reinschreiben oder halt in den Kommentaren, ob wir denn halt zwei Folgen House Flipper machen sollen. Also zweimal House Flipper Stream. Oder nur einmal und dann noch ein anderes Spiel. Weil ich bin mit Octopath Traveler halt noch nicht weit. Ich level manchmal so ein oder zwei Charaktere für ein Level. Und dann muss ich aber auch wieder aufhören, weil ich ja auch was anderes zu tun habe. Ne, ich kann jetzt nicht so 12 Stunden am Stück jetzt mal ganz kurz die ganzen Leute leveln. Schon deshalb, weil manche muss ich noch 9 Level hoch pushen. Und das ist nicht so einfach. Ja, lernen zum Beispiel, ne? Und dann mache ich halt so, wenn ich mal so sage, okay, jetzt habe ich mal so 5 Minuten Zeit, so eine halbe Stunde oder so, Stunde mache ich Pause. Dann kann ich in der Zeit leveln. Das wirst du niemals erfahren. Skinner, das werde ich dir doch nicht erzählen. Wenn ich versemmel. Aber ich will morgen halt intensiv, ja, dann sage ich dir einfach, reicht noch nicht. Sag ich einfach, ich habe die Ergebnisse noch nicht fertig. Die Ergebnisse dauern ja immer so 4 Wochen. 4 bis 5 Wochen. Und morgen ist der Plan halt nur Mittelalter mitzunehmen und dann Mittelalter richtig durchzupauken. Weil heute in einer Woche schreibe ich Mittelalter. Ja, das ist so Mittelalter. Aber wir müssen aber noch ein paar Aufgaben machen. Aber ich will halt nicht Dings machen. Holz hacken oder Unkraut jäten, das ist immer so kacke. Aber wir müssen. Haben wir nicht nur irgendwen, bei wem wir nicht so gut sind? Die Luca ist doof. Nehmen wir noch Tototara.
Du weißt nur, dann muss er erstmal vorbeikommen. Und dafür ist es einfach zu weit. Bäh. Jetzt gucken wir mal, was wir bei den anderen noch machen können. Wenn nicht, gehen wir jetzt einfach wieder nach Hause ins Bett. Na, hallo. Das ist gerade so ein bisschen kacke, dass wir halt immer echt nur gerade hier bei Lulu Coco die Teilzeitjobs machen können, weil es als einfache einzige da bringt. Versenderin, Holzfällerin, Paketlieferin. Ne. Das heißt, die Faxen dicke, jetzt gehen wir wieder. Nee, aber ich denke schon, dass es was wird. Heute bin ich fast fertig mit Kant. Also ich muss noch ein Kapitel Kant lesen und mit einem Kapitel bin ich fast fertig mit Abschreiben. Und wie gesagt, ich kann es dir nicht erklären, ne? Das ist immer das Problem. Rein theoretisch, ich kann nicht Kant. Aber ich kann es dir nicht erklären. Aber es wird schon. Einfach positiv denken. Einfach positiv denken und sich denken, boah, das kriegen wir hin. Voll easy. Die Kirschen würde ich reinpacken. Jetzt haben wir denn schon 70 Kirschen. Ich sammle die Kirschen eigentlich nur, um dann später Kirschwein zu machen, in der Hoffnung, dass es dann funktioniert. So, wenn ich jetzt 70 Kirschen. Du machst morgen lecker Kekse. Oh, streamst du das? Streamst du das? Ich hasse solche Leute, ne? Ich hasse solche Leute, die der Meinung sind, extrem laut mit dem, einfach die Musik aufzudrehen und dann durch die Gegend zu fahren. Als würde jemand ihre beschissene Musik hören wollen. So, mit welchem Tier wollen wir morgen eigentlich teilnehmen? Morgen ist Tierfest. Damit kannst du mich nicht ärgern. Heute gab es etwas von McDonald's zum Essen. Bäh. Nein, konnte ich ja nicht. So. Mit welchem Tier wollen wir teilnehmen? Ein Käse ist fertig. Iluka hat neue Rezepte. Sehr schön. Da würde ich ganz gerne manchmal zu diesen Leuten einfach runtergehen und die aus dem Auto zerren und boxen. Nach dem Motto, Alter, deine Musik macht mich aggressiv. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich finde das auch so ignorant von den Leuten. Das macht mich wahnsinnig. Ich finde es aber einfach nur unhöflich auch, muss ich gestehen, so laut Musik zu haben. Ja, das Kinder teilt nicht mit uns. Und ich habe das Gefühl, dass im Prinzip die Musik entweder von einem von dem Nachbarn oder vom Schützenverein da hinten immer lauter wird. Ah, guck mal. Komm schon, Skinner. Schick ihr ein paar Blümchen. Paar Kekse. Sie hat dich auch ganz doll lieb. Oh, das ist noch nicht fucking ernst. Gut, ich muss mal ganz kurz wieder Fenster zumachen.
Wie gesagt, ich hasse solche Leute. Mit welchem Tier wollen wir teilnehmen? So als Frage. Wir könnten mit eins der Wachteln teilnehmen. Mal wieder. Schui. Da fehlt ein Hase. Hat er. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir halt mit Wachteln teilgenommen, ne? Wir könnten aber auch. Ach, die habe ich schon. Mit eins der anderen Tiere teilnehmen, damit ihre Produkt. Also damit eigentlich ihre Produkte mehr bezahlt wird. Deluxe-Futter ist fertig. Ja, das ist sehr schön. Ich bin noch so unentschlossen. Ich wollte eigentlich mit eins der Wachteln teilnehmen, damit denn halt da das auch steigt. Herausnehmen. Nein, nicht dumm. Ach, bin ich dumm. Weil unsere Tiere sind auf jeden Fall noch nicht so weit, um an dem Ding teilzunehmen. An der Expertenklasse. Das auf jeden Fall nicht. Obwohl, wir könnten mit einem Alpaka mal teilnehmen. Mal gucken, wie weit der kommt. Aber ich glaube auch nicht, dass der gewinnt. So, Milka hat B. Aber Produktanzahl. Ich würde schon mit einem der Wachteln teilnehmen. Vielleicht mit Miri einfach wieder. Mit Miri. Ich glaube, ich versuche es wirklich noch mal mit Miri. Vielleicht nicht in der Expertenklasse, aber vielleicht die darunter, die Amateurklasse. Na, ihr Süßen. Lasst mal euch ein bisschen den Popo kraulen. Und du, mein Schäfchen, könntest ja mal, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber mal Wolle Plus ausspucken. Schon deshalb, weil ich gelesen habe, dass das gar nicht so oft kommt. Selbst wenn das alles auf S ist, ist es trotzdem kein Garant dafür, dass die Tiere wirklich die ganze Zeit immer Wolle Plus geben. Ich meine, cool wäre schon. Tun sie aber nicht. Warum bist du denn so pissig hier? Ich denke, wir nehmen mit Miri teil. Miri hat schon einmal gewonnen, dann schafft sie es auch gleich ein zweites Mal. Moment, Futter ins Silo legen. Deluxe-Futter könnte mal. Süßes Hühnerfutter. Womit bist du fertig? Ich meine, heute gibt es ja eh keinen Dings. Hört sich Eier. Krass, ey. Ich könnte aber auch den Käse hochpushen. Würde es besseren Käse geben? Mehr Geld für den Käse, auf jeden Fall. Heute ist das Tierfest. Veteranenklasse. Also gut, bitte wähle. Übrigens sind das Thema diesmal Zuneigung und Kleid. Bitte wähle ein Tier, was zu dem Thema passt. Kleid.
Könnten mit einem Alpaka teilnehmen. Rübe hat sogar schon Kleid A, aber Produktlevel D. Vergiss es, wir nehmen jetzt noch einen verdammten Gutteil hier. Dein Beitrag für die Veteranenklasse ist folgendes. Bertha, ist das richtig? Ja. Danke, dass du teilnimmst. Wir beginnen nun mit der Veteranenklasse des Tierfestes. Werfen wir einen Blick auf die Teilnehmer. Aha. Den Anfang macht Mel von der Granitfarm. Ich habe die hübschere Kuh. Wollte ich schon mal erwähnt haben. Und weiter geht's mit Aina aus dem Pokai-Garten. Ich habe trotzdem die hübschere Kuh. Oh, Hector macht auch mit. Als drittes haben wir Hector aus Westtown. Jetzt kommt mal eine riesige Kuh. Die ist so riesig. Ey, die könnte die anderen Kühe wegfressen. Und den Schluss macht Maika von der Happy Farm. Guckt euch das doch mal an. Hectors Kuh ist hinter ihr verschwunden. Nun, da alle Teilnehmer anwesend sind und vorgestellt worden, bitte ich den Preisrichter zu uns. Das ist dieses Jahr der Tiertrainer Wuffio. Also, meine Kuh ist echt riesig. Hallo zusammen, ich bin Wuffio und ich bin heute euer Preisrichter. Wuff. Ich bin total aufgeregt, hier zu sein. Tu das. Und hiermit bitte ich den Preisrichter zu beginnen. Ich habe so einen Durst. Verstehe. Dieses Tier hat ein paar bezaubernde Eigenschaften. Vielleicht ist jetzt unsere Milchstimme mehr wert. Verstehe. Das Tier hat ein paar bezaubernde Eigenschaften. Also die sind nicht gut. Wer ist ein braves Tier? Ja, du bist ein braves Tier. Oh, ich sehe, hier hat jemand mächtig Potenzial. Okay. Da der Richter sich wohl entschieden hat, ist es Zeit für den Moment, auf den alle gewartet haben. Die Verkündigung des Gewinners. Und der Gewinner des Veteranenklasse des Frühlingstierfestes ist... Herzlichen Glückwunsch, Maika von der Happy Farm. Oh, guckt euch mal an. Voll gut. Ich hab voll die geile Kuh. Auf dem zweiten Platz ist Aina vom Pokai-Garten, auf dem dritten Platz Hector von Westtown und an vierter Stelle Meryl Granitfarm. Und das waren sie alle. Ich gratuliere jedem sehr herzlich, der heute teilgenommen hat. Und nun zur Preisverleihung. Möge die Gewinnerin Maika bitte nach vorne treten. Herzlichen Glückwunsch! Dieses Mal führst du dir das Ruder an. Hier ist dein Preis, ein Kung-Fu-Farmer. Nur weiter so. Bitte was? Da du gewonnen hast, hat sich deine Kuhmarke zu Gold verbessert. Ab jetzt steigt die Versanderlöse der Produkte von der Kuh ein wenig. Arbeite hart und versende so viel du kannst. Ein Kung-Fu-Farmer. Und damit sind wir schon am Ende des Frühlingstierfests. Bis zum nächsten Mal. Was ist denn ein Kung-Fu-Farmer? Kung-Fu-Fighting kenne ich, ja. Oder Kung-Fu-Panda kenne ich auch. Hast gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Ich sehe schon, nicht nur deine Tiere sind gewachsen, sondern auch du. Du scheinst eine Glückssträhne zu haben. Wie wäre es, wenn du das nächste Mal eine höhere Klasse beim Tierfest nimmst? Vorhin habe ich Hallo zu der Kuh gesagt. Sie kam ganz aufgeregt zu mir und hat auf meinem Saum rumgekaut. Aber das war ein Problem, weil sie nicht mehr losgelassen hat. Ob ich was zu ihr gesagt habe? Ich glaube nicht, dass ich was Ungewöhnliches gesagt habe. Ich habe ihr nur gesagt, gute Arbeit, du bist eine reizende Dame. Wieso guckst du so unzufrieden? Habe ich was Falsches gesagt? Nein, das nicht nochmal. Ich wollte mit fortreden. Diejenigen, die es bis hierhin geschafft haben, erhalten den Titel des Veteranen.
und du hast ohne Zweifel die Fähigkeiten zu diesem Titel innewohnen. Ich verneige mich vor dir. Ah, sehr schön. Hallöchen, wenn das nicht der Star des Tierfestes ist, ich habe auf dich gewartet. Wie wäre es mit einem Interview für deine ganzen Fans? Ach, ich mache da nur Spaß. Wenn ich eine Kuh angucke, entspannt mich das aus irgendeinem Grund. Okay. Kühe sind echt groß. In meiner Stadt sieht man sie nur selten. Aber es ist schon ein Anblick, wenn man ganz viele Kühe zusammenstehen sieht. Und da kommt eine ganze Menge Milch raus. Du sollst sie auch nicht antatschen. Je nachdem, wie eine Kuh großgezogen wird, verändert sich ihre Persönlichkeit. Ich weiß, dass das offensichtlich ist, aber jetzt sehe ich verschiedene Kühe, die von unterschiedlichen Leuten großgezogen worden sind. Jetzt ist alles klar, ich verstehe es endlich wahrhaftig. Gratuliere, Maika, du bist wirklich eins mit der Natur und mit den Tieren. Glückwunsch, dass du die Veteranenklasse gewonnen hast. Meine Güte, du bist eine unglaublich gute Farmerin, Maika. Mann, was ist denn mit dieser Kuh? Sie hat an meine Halskette geleckt, wie aufdringlich. Die hat echt Nerven. Ich werde mich bei ihrem Halter beschweren und sicherstellen, dass sie keinen Snack bekommt. Boah, bist du eine fiese Zicke. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Heute wird deswegen Sekianreis geben. Leckeren Sekianreis. Wir können doch nicht ohne Sekianreis feiern, oder? Was? Kumari hat das auch gesagt. Sieh mal eine an, da sind wir ja einer Meinung. Ich bin Fischer, also kenne ich mich nicht so gut aus von dem Land, was am Land so kurz wird. Stimmt's, dass die Leute an manchen Orten Ziegenmilch trinken? Ich frag mich, was der Unterschied ausmacht. Würd mich ja mal interessieren, auch wenn ich nicht oft Milch trinke. Kühe sind echt groß. Jemand Kleines wie Alma könnte locker auf ihn reiten. Du auch. Kühe sind fleißige Arbeitskräfte. Vor kurzem sah ich eine Kuh, die einen Wagen gezogen hat und eine andere hat den Acker bepflügt. Du scheinst wirklich beliebt zu sein. Alle freuen sich mit dir über deinen Sieg. Ich gehöre da auch dazu. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg, Maika. Eine Jersey-Kuh ist ein bisschen schwieriger aufzuziehen als eine normale Kuh, oder? Die Preisrichter berücksichtigen das und geben deswegen für Jersey-Kühe extra Punkte. Wenn du also eine normale Kuh und eine Jersey-Kuh in gleicher Weise aufziehst, dann ist es wahrscheinlich am besten, wenn du mit der Jersey-Kuh am Wettbewerb teilnimmst. Ja, mit dem Steak. Die Kühe sind da auf jeden Fall echt groß. Als ich sie das erste Mal von Namen gesehen habe, war ich wirklich überrascht. Über die Jahre hinweg wirken sie immer größer und größer. Oder werde ich bloß kleiner? Ich weiß nicht. Die Kühe waren alle so süß. Und die ist auch so süß. Und sie haben mir alle gesagt, dass sie ihre Besitzer richtig lieb haben. Bei dem Fest waren die Kühe wirklich alle wohlerzogen und haben aufgepasst, was ihnen ihre Halter gesagt haben. Ich hoffe, dass sie für ihre harte Arbeit gelobt werden, wenn sie wieder nach Hause kommen. Klar, du hast gewonnen, aber die Klasse ist nicht gerade mal die zweite von unten, nicht? Tja, wenn du wirklich willst, dass ich dir gratuliere, bleibt mir wohl keine Wahl. Es ist wirklich hart, beliebt zu sein, nicht? Gut gemacht, Maika. Gewinne jetzt die höchste Klasse, damit du dir nicht mit deinem guten Ruf als meine Dienerin verdirbst. Okay. Ja, nach Hause. Ich will wissen, was der Kung Fu Farmer ist. Hier schon mal nichts. Hier auch nichts. Hier auch nicht. Ja, auch nicht. Kung Fu Farmer. Wo ist er denn? Achso. Kung Fu Fighting. Ist schon mal nicht. Hier? Was habe ich denn gewonnen? Vielleicht ein Kleidungsstück? Oh ja, tatsächlich. Ha. Kung Fu Fighting. Und wie sehe ich aus? Ich habe den schwarzen Gürtel. Eigentlich total belämmert. Eigentlich ist das aber super behämmert, ey. Getränke-Gaudi. Farmbericht, bitte. Milka! Bertha!
Rosi ist halt noch nicht so ganz geil mit mir, aber sonst läuft's. Ich bin der Kung-Fu-Farmer. Oh mein Gott, wie blöd ist das denn? Aber irgendwie auch witzig. So, jetzt gucken wir mal, was hier los ist. So, unsere Milka hat gewonnen. Und das war's denn auch. Mehr passiert da nicht. Dass die schon gleich Produktlevel B haben, ne? Aber die sind auch lebhaft. Die ist schüchtern. Also es hat, ich weiß schon, dass es ein bisschen was mit dem Ding zu tun hat. Nee. So. Es ist so warm. Ich finde die Klamotte irgendwie ganz cool. Ehrlich gesagt. Die ist schon witzig. Habe ich irgendwas, was ich wegpacken muss? Nee. Dann gehen wir jetzt ins Bett. Wir haben uns das verdient. Ja, 19.000. Was will man mehr? Käse ist fertig. Ja, so ein Käse. Guten Morgen! Ach komm, jetzt frag mich das nicht immer die ganze Zeit. Komm, ich gebe dir mal was so. So als Geschenk. Sonst magst du mich irgendwann nicht mehr. Und das wäre echt schade. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendwann mal die Liebe nachlässt, wenn man halt nicht die ganze Zeit mit ihnen redet. Tiere und jetzt neu. Neue Tiere sind jetzt erhältlich. Sie sind so niedlich. Okay. Es gibt neue Tiere. Und Gurken. Na, was sagen die Gurken jetzt? Also mit der Zeit kommt's langsam, ne? Aber nur mit der Zeit. Es dauert echt noch ein bisschen. Ich werde die auf jeden Fall nicht durchkriegen. Was ein bisschen schade ist. Mal bitte die Gießkanne auffüllen. Auf 3. Ja, die Charakter sind auch voll niedlich. Ich finde, die sind voll gut gemacht. Die sind auch alle sehr liebevoll gemacht. Darf ich dich jetzt wieder füttern? Also manche Fische darf ich anscheinend nicht mehr füttern. Okay. Dann ist das halt so. Aber die haben, glaube ich, auch alle denn schon den rosanen Stern. Ey, die Nelken sind immer noch nicht so weit, ne? Ey, da gehe ich kaputt bei. Wie lange brauchen die denn? Hier, wo kommst du mal runter? Dankeschön. Dann nehmen wir hier einmal raus. Die Jakobsmuscheln kann ich, glaube ich, noch füttern. Ah, das ist voll gut, wenn ich die nicht mehr füttern muss. Dann spare ich so ein bisschen Geld. Ich meine, das Futter kostet jetzt nicht die Welt, aber trotzdem. Also die Bonitos brauchen echt lange. Also die brauche ich nicht nochmal füttern. Die sind pink. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber Venusmuscheln und Kreis brauche ich nicht mehr, weil die für 900 schon kriegen. Seeigel kriege ich auch für 900. Uha. Die geben so richtig Geld. Also das lohnt sich wirklich. Die Muscheln zu züchten lohnt sich massiv. War Schui noch nicht da gewesen? Oh, Rübe, du Süßer. So, erstmal werden sie alle geknuddelt. Ich glaube, Rübe ist halt das Ding, was raushüpft. Mistgabel.
zücke die Mistgabeln. So, dann kriegst du eine. Also es kommt wirklich auf die Persönlichkeit an. Ne? Die Tiere, die so schüchtern sind, die brauchen halt echt länger. Als so lebhafte Alpakas, wie ich hier habe. Aber man weiß das halt wirklich am Anfang halt wirklich überhaupt nicht. Und darum finde ich es ein bisschen schade, dass das so viel Ausschlag gibt. So. Haben wir es jetzt? Wie viel noch? Fortschritt überprüfen. 4 Tage. Ja, gut. Dann haben die ja alle noch ein bisschen was zu tun. Aber dann haben wir das auch. Dann haben wir 100 Mal Deluxe Hühnerfutter hergestellt. Die Kiri und die Miri. Weil ich nicht weiß, wen davon wer ist. Aber Wachteleier sind, glaube ich, auch schon ziemlich gut. Die reagieren auf jeden Fall schnell auf die Produkterhöhung. Dann bin ich ja mal gespannt, wie lange ich brauche, bis ich wirklich mal Graf D besiege. Ah, da hat jemand Fell bekommen. Hat doch unser anderes Schaf bestimmt auch Fell bekommen. Ich habe jetzt eigentlich so viel Fell gesammelt. Da könnte man eigentlich mal gucken, was wir da noch herstellen können. Ich habe etwas gesehen. Was mich, glaube ich, sehr happy macht. Aber das gucken wir gleich. Maschine. Ich hab Wolle Plus! Oh mein Gott! Ey, das gibt 4680, wenn ich die verkaufe. Wie krass ist das denn? So, jetzt muss ich aber mal gucken. Rot zerfolgstoßen. Ja gut, ich brauche sehr viel Plus, aber das ist vollkommen in Ordnung. Gucken, kann ich irgendwas machen können? Kaninchenstoff. Alles, was ich habe an Klamotten, sind immer mit dem Plus. Das ist ja voll ätzend. Die Free Devil aber auch. Schade. Aber wie krass, was wir haben. Alle kombinieren. Milch ist jetzt Gold. Oh toll, jetzt hat das beim Suffolk-Schaf gepasst, aber nicht hier bei unserem Dingsbums. Das ist doch zum Mäusemelken. Oh, voll shit. Das ist doch so gemein. Ich will doch nur. Die Gurken kommen rein, die Eier kommen rein. 8600, ey, viele Eier. Naja, der Käse ist ein bisschen gestiegen. Aber 8100, naja, noch nicht ganz. Also, das gibt schon gut Geld, ne? Ihr müsst mal rechnen, 3 mal 8100, da kommt gut was zusammen. Also, Geldprobleme haben wir nicht wirklich. Das läuft. Das Problem ist immer nur die Materialbeschaffung. Das ist das, was ärgerlich ist. Aber wir können ja mal gucken, ob es endlich Vanille gibt. Wenn ja, dann haben wir wenigstens Vanille schon mal fertig. Und dann müssen wir nur hoffen, dass wir ganz schnell an Kokosnüsse rankommen. Dann können wir nämlich auch die Kälterei bauen. Ich glaube, die Kälterei baue ich dann hinten bei den Obstbäumen hin.
Ja, ich sehe es glitzern. Ich sehe es doch glitzern. Ach, Gott sei Dank. Jetzt haben wir auf jeden Fall 15 Mal Vanille. Bloß halt die Kokosnüsse fehlen uns. Wie traurig eigentlich. Machen wir... Moment. Holen wir mal ganz schnell die Sachen. Und dann können wir die Fischassistentin machen. Und gucken, wo wir das hinpacken müssen. Beziehungsweise, an wen müssen wir die denn liefern? Siluka Itetsu fort. Ja gut, dann bringen wir das erstmal, machen wir die Fischassistentin. Aber das ist ein Job, den kriegen wir schnell hin. Ist wenigstens angenehmer als Holzfällen. Denn Itetsu müssen wir eh mal ein bisschen mit denen reden. Wir reden ja eigentlich nur mit denen, wenn wir denen was liefern. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass unsere Freundschaft zu allen ein bisschen gestiegen ist, als wir das die Ruhezone verbessert haben. Oh, das war aber schnell. Ja. Wunderbar, hier nehmen wir eine Bezahlung. 600, Dankeschön. Natürlich kannst du auf mich zählen. Bis ich Stadtrang S habe und dann verlasse ich euch für immer. Auf Nimmerwiedersehen. Mal hallo. Ach, gehen wir hinten lang. Geht, glaube ich, schneller. Dann haben wir hier schon mal zwei Dings gemacht. Oh, du scheinst gute Laune zu haben. Das ist ein entzückendes Lächeln in deinem Gesicht. Oh, wie lieb von ihm. Er ist auch so ein kleiner Schleimer. Das war aber nicht das, was ich wollte. Ja, Stadtrang kommt langsam endlich mal hoch. Aber bei meinem Glück kriege ich alles andere denn noch nicht vorher fertig. Ja, das kommt ja mit der Zeit. Da muss ich warten. Bald sind sie alle drei gesperrt und dann denke ich mir so, okay, was machst du jetzt den ganzen Tag? Ah. Ja, wenn wir Glück haben, können wir ja manche Sachen kaufen. Aber wenn wir zum Beispiel für die Blümchen, ne? So, keine Ahnung. Gemacht haben, dann kommen wir auch nicht sehr weit. Weil wir denn, die einen Blumen gibt es halt nur im Herbst und die anderen wahrscheinlich im Sommer. Und dann denkt man sich so, ja, toll. Jetzt warten bis zum Herbst. Das ist so... Wenn da bis dahin Nunukoku durch ist... Aha, da fällt mir gerade was ein. Wir müssen nochmal zurück. Ich glaube, bei dem gab es neue Tiere. Ich fühle mich ein bisschen kacke hier so beim Rennen. Hast du neue Tiere? Ja, du hast ja mit neuen Tieren. Ach, einen neuen Hund hat er. Ja. Finde ich jetzt nicht so cool. Ich behalte meine drei. Obwohl Bono und Diva eigentlich vollkommen unnütz sind. Weil ich mache ja nichts mit dem. Der einzige, der wirklich sinnvoll ist, ist gerade Chewy einfach. Und der ist noch nicht mal hier Level hoch bei der Freundschaft. Ich muss ja noch was dem Fort geben. Wo ist er hin? Ach da. Okay. Es ist zu warm hier drin. Aber ich kann das Fenster nicht aufmachen. Weil die Leute da draußen so gemein zu mir sind. Und so laut. Oh, das hat sich ja diesmal gelohnt. Könnten aber auch echt gleich mal gucken. Das würde mich nämlich mal interessieren, wie jetzt die Freundschaft zu den einzelnen Leuten aussieht. Ich meine, in Western habe ich jetzt nicht so viel gemacht, das ist mir klar. Aber man kann ja trotzdem mal gucken. Ein rosa Diamant.
und Orichalcos. Ich traue mich aber halt nicht, meine Werkzeuge zu verbessern. Aus dem folgenden Grund, ich habe ein bisschen Angst, dass wir denn nicht genug für die Kälterei haben. Und ich will wirklich erst die Kälterei jetzt endlich mal bauen. Bevor wir hier überhaupt irgendwas machen. Also ich glaube, wir werden noch ein paar Jahre spielen, habe ich das Gefühl. Lorbeer. Ach, nicht du schon wieder. Der Geschichtenerzähler hat keine neuen Geschichten. Habe ich schon nachgeprüft. Der hat keine neuen Geschichten. Howdy, Mike, es ist bereits Mittag. Deine Zeit fliegt ja förmlich vorbei, wenn du deine Pflichten nachgehst. Also du willst mich nicht zum Essen einladen. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Mein eigener Onkel möchte nicht mit mir essen. Ich bin nur ganz, ganz bisschen traurig. Anscheinend bedeute ich ihm doch nicht so viel, wie ich gedacht habe. Was sehr schade ist, weil er bedeutet mir alles. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber man muss ja mal ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Ne? Kann ja nicht immer so weitergehen. Das Seepferdchen kann rein, der Oktopus kann rein. Tritonshorn kann rein, Strand. Das Ding kann rein, das kann rein. Das kann rein. Das kann rein. Den Rest behalte ich. Obwohl, das kann rein, das kann rein. Kleiner Stein kann auch rein, genauso wie das Dings. Ah, wir haben... Nein! Shit, Alter. Also ganz ehrlich, bei den alten Harvest Moon Blätter wären jetzt im Prinzip, wäre der Vanille jetzt weg, ne? Aber zum Glück geht das ja hier nicht mehr. Zum Glück kann man hier ja wieder alles rausnehmen. Gott sei Dank. Oh mein Gott, das wär's gewesen. Vanille weg. Ja, hätte ich mich aber jetzt geärgert. 10-mal Kupfer. Backstein, Glasstein. Kristall ist auch unglaublich viel wert. Ich sammle das alles. Weil ich ganz genau weiß, dass ich das später mal richtig brauchen werde. Nicht nur fürs Bauen, sondern später auch fürs Verkaufen, um also richtig das Money zu machen. Alle kombinieren. Dankeschön. Haustierfutter. Zimt, Trüffel, Lavendel. Salbei. Vanille, wo ist es? Da. 14 mal Vanille, mir fehlt noch einmal Vanille. Ach du Schande. Aber ganz ehrlich, das einmal Vanille wird noch kommen, bevor wir überhaupt, guckt euch mal an, wie viele kleine Steine wir haben. Ach, bevor wir Dings haben, bevor, Sommer ist. Dann geht das. Oh mein Gott, so viele Sachen. So viele Sachen, die das Leben schöner machen. Farmbericht. Einwohner. Westtown. Marco fehlt mir noch. Brad Carey. Die sind aber alles nur um einen halben. Wenn die aber Geburtstag haben, dann kriege ich die, glaube ich, auch ganz gut. Oder halt bei den nächsten Festen. Ne, von Westtown extra. Hier ist Umio, die mir noch fehlt. Sumumu Jinjiro hat schon einen halben. Itetsu fehlt halt noch. Tatsumi auch. Also hier bei Lulukoko bin ich ja fast durch. Und noch Mitra, Haulani, Tigre, Vici. Na gut. Aber das kriege ich ja hin, sobald ich denn meine immer die Wettbewerbe gewinne und so. Tierproduktdetails. Milch, Wolle,
Kaninchenfell. Eier. Ja, Eier habe ich schon sehr viel verkauft. Hier fehlt noch was. Wir können doch mal sehen, wir verkaufen das meiste einfach nach Lulu Coco, weil es ist halt einfacher. Wir könnten aber auch das ändern, aber ich muss erst die Sachen, weil ich muss ja die Milchprodukte dahin versenden. Das heißt den Käse und so. Aber danach könnten wir es ja rein theoretisch auf Lulu Coco ummünzen. Ich glaube, dadurch geht es auch schneller. Guten Morgen. Nein. Ein Gehaltscheck, 1800. Und mein Käse ist fertig. Kartoffeln sind auch fertig. Mach mal. Wow, die Kartoffeln, die sind aber gestiegen. Meine Fresse. 6-mal Kartoffeln. So, den können wir schon mal von dieser Seite gießen. Und sobald die Kartoffeln fertig sind, können wir den auch von der anderen Seite gießen. Oh nein, mein Bienenstock ist durch. Ja, den holen wir nochmal dreimal bei Lisette. Drei Blümchen. Außer meine Nelken sind jetzt fertig. Das wäre ziemlich cool. Ist fertig? Ja, sie sind fertig. Sind aber so ein Westtown-Ding. Ist aber nicht schlimm. Diva, komm raus. Komm raus, komm raus. Wer von euch durfte ich jetzt nicht füttern? Dich durfte ich noch füttern. Ich glaube, dich durfte ich auch noch füttern, ne? Den durfte ich dich da oben nicht füttern. Na, wo sind sie denn hier? Ja. Eins. Aber... Ich glaube, wenn ich 50 Blumen pflanzen muss, dann dauert das eine Weile. Hat denn Tsuyukusa überhaupt bestimmte Blümchen? Sehen. Schnell, bevor rüber abhaut. Wo ist mein Alpaka hin? Der hat das zweite Alpaka mit rausgenommen. Hast du dich jetzt gebürstet? Ich denke schon, ne? Ja. Muss ja aufpassen, dass es mich nicht abhaut. Na komm her. Mistgabel. So, dann kriegt das Alpaka aber draußen auch noch ein Leckerli. Das hatte auch schon ein Leckerli. Okay. Hast du denn jetzt alle schon Leckerlis gegeben? Seltsam. Hatten ja halt Leckerlis. Ich glaube, die Alpakas werden früher oder später mehr bringen als als sie ähm,
Als Kiri und so. Weil wenn die auf S sind, ne, und dann lege ich noch das Essen von denen um, ey, dann wäre das voll krass einfach. Dann bist du, ich glaube, die können bis zu 20 halt wirklich kriegen. Also das Essen erhöhen. Das nicht das Essen. Hier Dings. Kommt schon. Ihre Produkte. Das ist ja dann echt das Maximal. Rosi. Vielleicht sind es ja wirklich die Alpakas, die dann später so richtig krass werden. Aber wir werden sehen. Wir werden sie erstmal so weiterfüttern. Rosi ist immer so ein bisschen leicht sauer, ne? Aber wie cool, dass er jetzt schon 6 Tiere rausholt. Was sagen denn eigentlich meine Alpakas? Die sind ja schon bei Rang A, glaube ich, ne? Wo sind die hier? Nee, Rang B. Da fehlt aber so gesehen nicht mehr viel. Weil es geht ja nur noch bis Rang S. Naja, dann kriegen sie erstmal ihr Futter so weiter, ne? Wieso hat er das denn jetzt nicht zusammengenommen? Seltsam. Wie viel Futter habe ich denn noch? Also süßes Hühnerfutter muss ich noch einpacken. Ja, süßes Hühnerfutter halt. Aus dem Silo nehmen. So, das reicht erstmal. Dann haben wir ja ganz viel Deluxe-Futter erstmal. Kaninchenfutter und süßes Futter an sich hier. Die werden jetzt alle mit süßem Futter noch weiter gefüttert, bis ich Rang S habe bei den Alpakas. Bei beiden Sachen. Aber es ist cool, dass einfach so meine Dings auch so gut läuft. Aber wie soll ich denn bitte schön Blümchen pflanzen? Jetzt bin ich mal gespannt. Falsche Seite. Stadtverbundenheit. Ernte mindestens 50 Blümchen, die in Suikusa heimlich sind. Aber das Problem ist ja, die haben ja irgendwie gerade heute keine ja angeboten. Ich guck gleich nochmal bei Tsuyukusa rein. Gießkanne. Ich habe jetzt keine gesehen bei Dingsbums. 48 Kartoffeln. Wie habe ich die denn geerntet? Nelken nicht. Die können aber rein. Die können rein. Der Honig kann rein. Der Käse kann rein. Wie habe ich denn so viel Kartoffeln auf einmal gekriegt? Ich habe doch da keinen Fortpflanzungsdünger reingetan. Aber Blümchen, die in Tsuyukusa heimisch sind. Gucken wir mal. Vielleicht hat er der Gemischtwarenhändler. Ach Mensch. Bewährte Fischerin. Du hast nicht neue Produkte, oder? Also neue Rezepte. Das geht doch mal weg. Tatsächlich doch eins. Auf jeden Fall habe ich jetzt sehr viele Rezepte zum Kochen. Was ich hier noch nicht so durchgeblickt habe, wann im Prinzip was gibt. Also medizinische Versuchsperson. Oh. Vier Jobs. Dann gehen wir die mal holen. Wie
fehlt nur noch einmal Vanille. Wer kriegt denn jetzt? Ich habe gar nicht geguckt, wer was kriegt, aber ich glaube, das ist auch vollkommen egal. Wir können ja nachgucken, wer was bekommt. Yuzuki, Umyu, Kerry und Hinata, okay. 3 in Tsuyukusa und einer in Westhorn. Ja, das passt doch. Dann können wir doch da hinlaufen. Umyu, Yuzuki. Yuzuki wird wahrscheinlich wieder irgendwo sein. Umyu, nee, das ist Umikishi. Ja, die sind doch gleich hier alle. Du kriegst ein Paket? Hoppala. Du kriegst ein Paket? Wo ist eigentlich mein Mann? So, mal gucken. Steckrüben. Feldfrucht, Klitterpflanze, Feldfrucht, Feldfrucht, Feldfrucht. Feldfrucht, Feldfrucht. Also du hast schon mal gar keine Pflanzen, Blümchen. Ja, vielleicht kommt das noch. Vielleicht haben sie einfach für den Frühling gar keine Pflanzen. Nee. Du auch nicht. Was mit dir? Du bist auch so ein Gemischtwarenhändler. Hacke, Dingsbums. Korallen, Laubbaum, Nadelbaum, Bambus, Leinsamen, Baumwolle. Ne, leider nicht das, was ich brauche. So, die Frage ist jetzt, wo steckt denn jetzt mein Mann? Ah, der ist irgendwo unten. Auf dem zweiten Bildungsweg. Na, wo seid ihr denn hier zwei? Ich will etwas Lustiges machen. Spielst du mit mir, Maike? Wirst du auch müde, wenn du viel vor dem Mittagessen machst? Ich schon. Mein Mann knurrt und ich will gar nichts tun. Aber nach dem Essen bin ich glücklich und voll und ich fühle mich einfach nur entspannt und auch nichts tun. Manchmal muss man halt das machen, was der Körper will, weißt du? Also gar nichts tun. Er kann auch einfach sagen, dass er einfach keinen Bock hat und einfach gar nichts tun möchte. Aber ich glaube, das macht er nicht. Dafür ist er viel zu anständig. Ich glaube, dafür ist er viel zu anständig. Ja, ich weiß, dass er da hinten sitzt. Ja, wie kann ich dir helfen? Oh, ein Paket für mich. Bitteschön. Danke für deine Lieferung. Seit den Renovierungen in der Ruhezone ist die Ruhezone ein Ort der Entspannung und des Friedens. Sie ist sogar so, zu so einem tollen Ort geworden, dass ich Gefahr laufe, viel zu viel Zeit dort zu verbringen. Ich kriege auch nichts mehr von ihm, ne? Der will mir auch noch nicht mal mehr was zu essen geben. Solange ich ihm nicht seine Blümchen bringe, kriege ich, glaube ich, nichts mehr zu essen. Hm. Das könnte zu einem Problem werden, mein Freund. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Dass er mich so hungern lässt. Ja. Aber wir haben schon den 15. Das heißt, wir sind schon mal sehr gut weit gekommen. Ach, ich habe das Altmetall gar nicht aufgesammelt. Haha. Ich frage mich, ob man das auch so machen könnte, dass man einfach... ach nee, wir müssen die ernten, ne? Fällt mir gerade ein. Sonst hätte ich gesagt, sonst kaufen wir die einfach und verkaufen die wieder. Aber das geht gar nicht. Das geht ja gar nicht. Wir sollen die ja ernten, die Blümchen. Okay. Ach nee, du bist die Falsche. Entschuldigung. Soll ja nach Kerry. Kerry ist aber auch eine Blondine, die einfach nur im Dings hier arbeitet. Hätte ich sie doch beinahe verwechselt. Ich dumme Frau aber auch. Er hat also keine Rezepte mehr für mich. Das ist traurig. Ich frage mich immer, was es denn so tolle Sachen zu kaufen gibt, sobald wir denn den nächsten Rang erreicht haben.
Weil das ist ja auch so etwas, den kriegen ja die Leute, beziehungsweise die Geschäfte mehr Waren. Was ja sehr cool ist. Naja, ich hätte es auch kloppen können. So, im Nachhinein hätte ich es auch kloppen können. Aber okay. Und dann gehen wir mal. Glitzert das? Nee. Ich meine, wir sind ja auf Geld echt nicht mehr angewiesen, ne? Sonst hätte ich jetzt noch den medizinischen... diese medizinische Versuchsperson gemacht. Ui, das ist geil. Aber da wir eigentlich darauf gar nicht mehr angewiesen sind, ist es ja auch gar nicht so schlimm. Cool wäre es, wenn wir ab Rang A Dings kaufen könnten. Wolle plus. Aber man kann generell auch gar keine Wolle kaufen. Also ist wiederum schwachsinnig. Was ja schade ist einfach. Hier noch irgendwas? Nö. Jetzt lauf, Mädchen. Lauf. Wie lange brauchen wir eigentlich Kartoffeln? Bambussprosse, Alpakafell nicht. Die Muschel aber kannst du reintun. Das Unkraut kannst du reintun. Und das Altmetall, das braucht auch keiner. Ich gucke jetzt einfach nochmal Versandkiste. Okay, das kann man nicht sehen. Schade. Feldfrucht. Ah, die brauchen, glaube ich, eine Woche oder so, ne? Ein bisschen mehr als eine Woche. Dann ist das denn im Prinzip unsere letzte Saat für an Kartoffeln. Und dann müssen wir mal gucken. Die Erdbeeren könnten jetzt auch mal langsam kommen. Das macht mich ja wahnsinnig. Teeblätter. Morgen ist ein Festtag. Moria hat Geburtstag. Erntefest. Oh, da mit einer Kartoffel teilnehmen, ne? Wäre bestimmt gut. Bei Veteranenklasse? Ne? Farbe und Größe? Weil ich weiß ganz genau, hier brauchen wir wirklich alles S-Rang oben. Da muss alles so 100% stimmen. Gut, ich würde dann hier abspeichern und sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Haben wir alle Teilzeitjobs erledigt? Ja, das ist sehr gut. Dennoch, ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.